tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon-Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein Ampharos vor. Ampharos ist die Weiterentwicklung von Voltilam und Vati und hat wie diese einen Mono-Elektro-Typ und kann außerdem seit X und Y eine Mega-Entwicklung durchführen, wodurch es zu einem Elektro-Drache-Pokémon wird und somit eine Schwäche gegen Bode, Drache, Fee und Eis sowie eine Resistenz gegen Pflanze, Wasser, Flug und Stahl und eine Doppelresistenz gegen Elektro hat. Ein Blick auf Ampharos Basiswerte sagt eigentlich schon alles. Langsam, aber stark und bulky. Dennoch habe ich mit diesem Ampharos kein handelsübliches Set, was allein schon beim EV-Split auffällt. Diese sind komplett in Angriff und zum Großteil in die Initiative und noch ein kleiner Rest für den Spezialangriff. Dazu kommt ein mutiges Wesen, was den Angriff erhöht und die Initiative senkt. Wer sich jetzt fragt, wieso ich über 200 EV in einen Wert stecke, indem ich ein Minuswesen habe, und das ist jetzt durchaus eine berechtigte Frage, ich benötige auf diesem Ampharos wirklich jeden Statuswert, den ich kriegen kann, und bei der Initiative verliere ich durch das Wesen am wenigsten. Im Moveset von diesem Ampharos haben wir hauptsächlich physische Attacken wie Donnerschlag, Feuerschlag und Eisenschweif, aber auch den Drachenpuls als spezielle Attacke. Was daran liegt, dass Wutanfall, was Ampharos einzige physische Drachenattacke ist, sehr unvorteilhaft für das ganze Set ist. Außerdem ist Ampharos Spezialangriff auch ohne viel EV noch so gigantisch, dass er genug Schaden für das macht, was er machen soll. Bevor ich zur Spielweise von diesem Ampharos komme, muss ich allerdings vorher ein weiteres Pokémon vorstellen, da wir für dieses Ampharos einen Supporter brauchen, um es effektiv spielen zu können. Hier kommt mein Baitenpass Serapendra ins Spiel. Serapendra ist die Weiterentwicklung von Toxiped und Rollum und hat wie dieses einen Käfer-Gift-Typ, was ihm eine Schwäche gegen Feuer, Gestein, Psycho und Flug, eine Resistenz gegen Gift, Käfer und Fee sowie eine Doppelresistenz gegen Kampf und Pflanze gibt. Serapendras EV verteilen wir komplett in KP und Spezialverteidigung mit einem sachten Wesen, um die Spätzdef zu maximieren. Seine versteckte Fähigkeit Temposchub erhöht am Ende jeder Runde seine Initiative um eine Stufe. Im Moveset haben wir hier Schwertanz, Eisenabwehr, Schutzschild und Staffette. Als Item nehmen wir den Giftschleim. Man wirft Serapendra erstmal in einen physischen Angreifer. Je nachdem, ob euer Gegner schneller ist oder nicht, nutzt man erstmal ein Schutzschild, um sich mit Temposchub schneller zu machen. Und anschließend Eisenabwehr, um die Verteidigung zu verdoppeln. Ab hier kommt es auf gutes Predikten an. Wenn euer Gegner schlau ist, so wird er nun auf einen speziellen Angreifer wechseln. Und ihr nutzt die Runde, wo euer Gegner rauswechselt, um einen Schwertanz zu boosten. Anschließend kann man nochmal ein Schutzschild nutzen, um noch etwas Heilung und einen weiteren Temposchub zu kassieren. Hier kann man jetzt abwägen, ob man eine Attacke des Gegners noch überlebt oder nicht. Falls ja, könnt ihr einen weiteren Schwertanz und noch ein Schutzschild raushauen, bevor ihr die Staffette macht, um eurem Ampharos dann plus 4 Angriff, plus 2 Verteidigung und plus 5 Initiative zu passen. Wenn ihr direkt passt, so habt ihr immerhin noch plus 2 Angriff, plus 2 Verteidigung und plus 3 Init. An dieser Stelle erklärt sich dann übrigens auch, warum ich auf Ampharos so viele Init EV drauf habe. Die sind nämlich genau so ausgelegt, dass er auf plus 3 noch genau die 130er Base-Pokémon überholen kann. Nach der Staffette ist euer Ampharos stark und schnell genug, um das gegnerische Team im Alleingang zu plätten. Und sollte euer Gegner eine physische Wall auspacken, so habt ihr immer noch den Drachenpuls, um damit fertig zu werden. Vor Prio-Attacken braucht Ampharos auch keine große Angst haben, da er mit plus 2 Def auf der physischen Seite auch ordentlich was aushält. Das war's dann jetzt aber erstmal von diesem Ampharos und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.